So. Machen wir hier mal wieder ein bisschen Stress mit den Leuten. Können gleich mal unsere neue Fähigkeit testen. Oh cool, das ist so ein Kontrollzauber. Das ist gut. Da kann ich einige Leute dann einfach so ein bisschen irgendwie aus dem Kampf rausnehmen. CC-Effekt, ja, sozusagen im MMO-Fachjargon. Was ist deine Frage? Ich habe deine Frage irgendwie überlesen, Tsuna. Entschuldigung. Einfach nochmal schreiben. Ich werde es gleich mal gucken, dass ich die auch sehe und dann hier nochmal schnell beantworte. So, du bist raus. Wie viel Schaden die sogar bekommen. Nicht schlecht. Was haben wir denn hier Feines? Die Frage ist, ob ich einfach so mit anderen Leuten ein Free-to-Play-Spiel spielen würde. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ich bekomme gerade in meinen Free-to-Play-Spielen, die ich spiele und vorstelle, relativ viele Anfragen. Und mal geht das sicherlich, dass ich mal mit einigen Leuten zocke. Habe ich auch schon einfach mal gemacht mit einigen Abonnenten, die mich einfach mal angeschrieben und geaddet haben. Aber es klappt leider nicht immer. Einfach auch aufgrund dessen, dass ich auch einfach mal ein bisschen so zocke. Oh. Und nicht immer Zeit dafür habe, mit anderen Leuten dann was zu machen. Das ist keine böse Absicht oder so, sondern einfach, weil ich dann manchmal diese Spiele einfach nur zocke, sozusagen zum Abschalten. Und da ist das leider nicht immer möglich. Was ihr machen könnt, ist mich einfach zur Freundesliste hinzufügen. So zum Beispiel bei League of Legends oder so, da klappt das immer mal wieder. Bin ich ja immer mal wieder am Zocken. Dass ich da auch mit anderen Leuten irgendwie zusammen zocke, das geht ganz gut. Aber klappt halt nicht in jedem Spiel. Tja, nächste Woche. Ich weiß nicht, wenn das nächste Beta-Event ist, dann versuche ich natürlich auch wieder einen Beta-Key zu bekommen. Weil das Spiel macht echt Spaß. Also das ist echt klasse. Oh, 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 oh. Na. Gerade nochmal rausgekommen. So, hier nehmen wir den. Oh, es hat ja gar nicht geklappt bei dem. So, gut eingefroren. Erledigt. Oh. Bloß nicht da drin grillen lassen. Haufen Leute noch hier. Looten wir das mal. Schauen wir, was da drin ist. Kupfer, eine Sphäre. Level 6. Das nehme ich doch einfach mal. Ich habe jetzt hier wieder die Rollen der Identifikation. Achso, das brauche ich noch gar nicht. Required Class, keine Ahnung. Brauche auch Level 6. Weapon Fighter. Ich habe noch so viel Zeug, was ich nicht tragen kann. Das muss ich irgendwie mal alles verkaufen, glaube ich. Also zu Neverwinter wird es auf jeden Fall wieder einen Livestream geben, denke ich, beim nächsten Beta-Wochenende. Vielleicht kann ich dann auch einfach mit ein paar Leuten aus der Community zusammenzocken. Das geht vielleicht. Oder mit einigen anderen Leuten, mit denen ich sonst immer so zocke, dass wir da vielleicht irgendwas hinkriegen. Weil das ja doch etwas ist, was... Also ich persönlich finde es sehr gut. Vielleicht spricht das ja noch den einen oder anderen auch an. So, was haben wir hier Feines? Ach, einfach nur so eine... So ein Ding. Honor Reach. Das ist der Rebell, den wir suchen müssen. Ich schalte erstmal hier den... Boah! Die Nebenperson aus. Boah, den hat den voll getroffen. Aber hat nicht so viel gebracht. Wow, 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 wow. Ein bisschen in Bewegung bleiben, weil der ist relativ agil. Eingefroren macht er dann gleich schon nicht mehr so viel Schaden. So ein bisschen hin und her teleportieren. Super Sache. Oh, ich kann gerade nicht. So. Sauber. Gothwens Notiz. In Honors Tasche findet sich eine Notiz. Honor, dieser Abenteurer hat uns im Gewölbe gesehen. Wir können nicht in die Enklave, wir können nicht in der Enklave bleiben. Ich werde meinen Anteil verkaufen und mich dann in Sicherheit begeben.
Gegen eine Gebühr kannst du hier herauskommen. Wenn du mich finden willst, dann nimm Kontakt zu meiner Hehlerin Grace Radburn auf. Beim Gemüsemarkt in 7 Sonnen auf. Sie kann dir sagen, wo ich zu finden bin, aber ich werde dort nicht lange bleiben. So, weißt du Bescheid. Jetzt bin ich schon die ganze Zeit am Quatschen. Wie spät haben wir es? 11 Uhr? 11 Uhr, ja. 2 Stunden durchgehend. Langsam bricht die Stimme weg, würde ich sagen. Ah, die Gewölbefähigkeit ist zu niedrig. Dann looten wir mal hier die Kiste. Das habe ich doch schon erledigt hier. So, Aasfresser-Talisman. Den nehme ich einfach mal mit. Was hat er denn? Was kann der denn? Equipped 12 Kraft dazu. Coole Sache. Schauen wir uns mal an, wo der jetzt irgendwie ausgerüstet ist. Irgendwo da, wo man ihn nicht speziell sieht. In Dragon Nest, welches Level bin ich? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube 8 oder 9. Habe ich noch nicht weitergespielt. Genauso wenig wie Path of Exile. Ich glaube, da bin ich Level 17 oder so. Es frisst halt alles Zeit, da ich ja doch relativ viele andere Let's Play-Projekte auch im Moment habe, kann ich diese ganzen Spiele natürlich nicht immer zocken. Das geht sich zeitlich einfach nicht aus. Das ist ja merkwürdig, dass angeboten wird, dass wir hier PvP betreten, dass sogar dann eine Meldung kommt, aber irgendwie kein PvP möglich ist. Lephos. Der Krieger. Time is money. I don't like wasting either one. Auf der Suche nach Honna. Complete. Godwin? Who told you I knew where Godwin is? It wasn't honor, was it? That... Look, I'm in a bit of trouble at the moment. If you could help me out, I'll point you in Godwin's direction. So. Quest schließen wir ab. I know where Godwin Cooper is. He tried to sell me some stolen gems the other day. But information is never free in Neverwinter. So I'll need you to do something for me before I tell you anything more. Yesterday, a gang of kobolds robbed my store and made off with a lot of jewelry. I was brave enough to follow him to that sewer drain across the street, but not brave enough to go in after them. So here's the deal. You get my stolen jewelry back, and I'll tell you where Godwin is. Deal? Or no deal. Wir müssen den Schmuck von Grace besorgen. Aber bevor ich das mache, mache ich, glaube ich, mal eben gerade eine 5-Minuten-Pause oder so, dass einige von euch vielleicht auch mal aufs Klo gehen können. Ich hole mir einfach nochmal was zu trinken und dann machen wir jetzt gleich direkt weiter. Server war down, jetzt sind wir wieder da. Freundschaftsanfrage von Yupane Nailis Affliction Nailers. Okay, hi. Wir sind wieder dabei. Schön, schön. Also, PvP auf dem Server geht nicht. Sind schon wieder ein Haufen Leute drin. Die haben das auf jeden Fall schnell gefixt, das Problem. Was sind denn das hier für unsichtbare Leute? So, gehen zu Kobold Infested Seaver. Wo ist denn jetzt mein Questmarker, der mir sagt, wo ich hin muss? Schauen wir mal auf die Minimap oben, da kann man auch sehen, wo man laufen muss, glaube ich. Zwischendurch in der kleinen Serverpause. Oh, was ist das denn hier für ein geiles Pferd? Das brennende Horse. Eben gerade in der Serverpause haben wir ein bisschen Windows-Taschenrechner gespielt. 11,25 war das Ergebnis. Großartige Rechnung gewesen. Mit Wurzel gezogen und so. Die ganzen Geschichten, die auf jeden Fall wichtig sind bei sowas. So, wir sollen den Schmuck holen für die eine. Finden jetzt aber den Weg dahin nicht. Warum nicht? Das ist doch. Direkt hier. Da. Weiter geht's.
Können wir uns nochmal heilen? Wir haben immer noch volle Lebenspunkte, ist also gar nicht notwendig. Ross Atelli. Alter, eine Falle! It's a trap. Characters with thievery can disarm traps. Die habe ich vorher aber nicht gesehen. I'll be okay. Just need a rest for a bit. Nur ein bisschen Ruhe. Hello, friend. Afraid you haven't caught me at my best. Stabbed, you see? Kobolds are nasty little buggers. I represent one of Neverwinter's leading citizens. He discovered his place of business was burglarized during the night. The thieves made off with a little money and a lot of important business records. I was offered a fee to recover the stolen scrolls. Since I'm not fond of human waste, nor being stabbed, I'm offering you a portion of this fee. Once you've found the scrolls, take them to my associate. He's waiting for me, just outside the sewer entrance. So, sammel 12 Schriftrollen in der Kanalisation. Wollen wir doch mal machen. Das ist schon die erste, die nehmen wir doch gleich mal mit. Leider, wir haben keine diebischen Fähigkeiten. Können jetzt also hier in den koboldverseuchten Kamelen nicht herausfinden. Oder nicht sehen, wo jetzt hier die nächste Falle ist letztendlich. Die halten ganz schön was aus. Gucken, ohne Kettenrüstung. Die brauche ich leider nicht. Kann ich mal mitnehmen. Ich muss jetzt unbedingt, wenn ich aus diesem Dungeon raus bin, endlich mal mein Inventar leer machen. Wie ihr seht, das ist schon komplett vollgeballert. Unsere Superfähigkeit haben wir noch zur Verfügung. Die werde ich auf jeden Fall auch nutzen müssen. So, da haben wir auch eine Schriftrolle, die nehmen wir auch noch mit. So, haben die mich schon gesehen? Ich glaube nicht. So, wen habe ich erwischt? Dich nehmen wir raus aus dem Spiel. Oh, das ging aber schnell, dass du wieder drin bist. So, da einfach mal durchgeschossen. Ganz skillig. Es gehen langsam die Teleportationszauber aus. So, der ist raus. Und du bist auch raus. Oh, wir haben ganz schön Schaden genommen. Ich glaube, ich gehe nochmal schnell zurück. Ich bin noch relativ weit am Anfang. Hier ist ja noch so ein Camp gewesen, um mich zu heilen. Ich will meine Heiltränke eigentlich gerade nicht verbrauchen.